Neuer Shop kommt jetzt hier mal wieder in wenigen Sekunden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was passt, wenn es hier zum Wochenende reinkommen wird. Gerne Video liken, Kanal abonnieren, falls ihr neu da seid. Vielleicht schafft ihr heute auf Ehre die 700 Likes. Aktualisiere dich. Perfekt. Perfekter Zeitpunkt. Was bekommen wir rein? Ey, wir sind schon wieder etwas weiter unten gespawnt. Ich sehe das hier auf der linken Seite bei den ganzen Punkten, dass wir nicht mehr ganz oben sind. Die Vögel bleiben natürlich noch weiterhin drin. Was haben wir... wow, was ist das? Ah, okay, das... Ah, ich verstehe. Warum auch immer diese Lego-Blöcke daneben sind. Entweder gehört es dazu oder es soll einfach nur besser aussehen. Wir haben komplett neue Lego-Sachen. Warte mal, gibt es den Skin nicht an sich schon? Wow, warte, warum neu? Du bist nicht neu. Das ist gerade sehr verwirrend. Du bist nicht neu, aber du hast ein neues Bundle bekommen. Stark, mit Lego-Inhalten. Skin finde ich nicht so nice, muss ich sagen. Lego-Version, naja. Spitzhacken finde ich cool. Ja. Yes, die sind nice. Dann einmal hier das Backbling. Geht so, was ist der Zweitstil? Zweitstil deutlich besser. Einmal hier die Lackierung, was kann die? Das ist interessant. Zählt die Waffe, nee, zählt die Lackierung, wie oft man in einer Runde Patronen verschossen hat? Falls ja, ist es ja äußerst interessant. Ja, okay, nee, das macht ja keinen Sinn, weil danach fängt es wieder von vorne an. Anzeige finde ich ein bisschen komisch. Dann bekommt ihr auch hier die ganzen neuen passenden Marvel-Lego-Sachen dazu. Finde ich jetzt eher unspektakulär für Lego-Marvel-Fans, bestimmt eine coole Sache. Aber für mich eher weniger. Einzeln zu kaufen bekommt ihr das Ganze auch immer natürlich hier, falls ihr was davon wollt. Wir haben hier... Aber warum ist das neu? Das ist doch nicht neu. Also du bist zu 100% nicht neu. Die kam raus, Kapitel 3, Season 2. Das ist äußerst strange. Das ist bestimmt ein Anzeigefehler. Aber Skin finde ich gut. Das hier finde ich nicht so nice. Spitzhacke sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice Spitzhacke. Genau das meine ich. Musikalische Instrumente als Spitzhacke. Ich meine, es funktioniert ja. Das ist halt nur schon immer eine Spitzhacke gewesen. Aber da es ja jetzt auch normale Gitarren gibt, könnte man die ja doch easy zu Spitzhacken umwandeln. Und gleichzeitig als musikalisches Item nutzen. Was haben wir hier? Wow, das ist nicht schlecht, muss ich sagen. So Sachen aus der Marvel-Welt. In Lego kann man das dann bauen. Okay, 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 okay. Ja, also das finde ich irgendwie cool. Dann haben wir hier so die Inneneinrichtung. Ja, die Inneneinrichtung langweilig, aber das Gebäude finde ich stark. 2000 V-Bucks. Und hier ein weiteres neues Bundle mit dem Skin. Ich glaube eher gesagt, dass das hier neu sein soll. Ist es ja auch, aber dass das hier ein Bug ist, macht ja ansonsten auch gar keinen Sinn. Alter, krass noch mehr. Übrigens, denkt dran, jetzt hier rein einzutragen und auf den Button zu drücken, in das weiße Feld, rein da eintragen, suchen drücken, abbrechen drücken, Kuss geht raus fürs Eintragen und Supporten. Auch das Gebäude finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Dann habt ihr hier nochmal so ein paar kleinere Dinge, die ihr dann so umstellen könnt, umbauen könnt. Dann Inneneinrichtung mal wieder. Ja, das ist not bad, also das gefällt mir. Dann hier einmal das Außen und einmal hier... Ich glaube, nur die drei Dinge, die hier auf dem Bild abgebildet sind, Bett, Teppich und noch irgendwas, finde ich nicht schlecht. Bleiben tut das Ganze bis zum 5.10. Genauso wie der Spider-Man-Skin hier. Der ist aber nicht so nice, muss ich sagen. Lego-Version finde ich trash und Backbling finde ich richtig nice. Ansonsten haben wir das Ganze auch hier natürlich im großen neuen XXL-Bundle. Weiter geht's. Das hier war schon im Shop. Ja, korrekt. War im Shop. War schon gestern drin, können wir alles skippen. Gestern habe ich eine Sache vergessen zu zeigen, werden wir auch nochmal uns gleich anschauen. Jetzt können wir wieder komplett nach unten gehen, weiter nach oben geht es anscheinend nicht. Das hier haben wir uns schon angeschaut, haben wir schon gesehen. Das haben wir noch nicht gesehen, das ist hier neu im Shop drin. Das ist ein richtig nicer Skin. Da habe ich nichts dran zu meckern. Was sind denn da für Stile dabei? Ohne Kapuze finde ich es nicht so nice. Und was ändert sich hier beim Drittstil, hä? Krass, die hat sogar Farben. Also der Stil passt ja übelst gut zu der Minty-Spitzhacke. Das ist auch bestimmt so extra damit. Ja doch, das haben die bestimmt extra gemacht, weil es heißt zufälligerweise Mintgrün. Und einmal die Version, auch nicht schlecht. Das ist stark. Und Kapuze ab, also der Skin lohnt sich ja richtig. Lego-Version passt. Einmal Backbling. Was kann es Backbling? Ah, okay. Das ist so ein bisschen animiert, finde ich in Ordnung. Und dann einmal den Sonnenschein-Skin, der ist richtig krass.
Bleiben tut das Ganze nur noch bis morgen. Falls ihr euch davon was kaufen wollt, müsst ihr euch auf jeden Fall beeilen. Sehr, sehr starker Skin, sehr starke Lego-Version und Backbling. Das Animierte finde ich cool, der Rest, naja. Naja, ist, naja. Lone Skin geht so. Geht so, nicht so mein Ding. Lego-Version passt aber. Backbling. Skippen wir mal, skippen wir, skippen wir. Wildschirm, dieser, boah, das ist ein krasser Skin. Sehr, 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 sehr nice. Schmeckt gut. Bis auf seine Lego-Version. Das sieht irgendwie aus wie so ein Deckel. Das sieht irgendwie echt trash aus. Ja, das sieht Müll aus. Safe. Backbling, eine 10 von 10. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Gefällt mir gut. Also bis jetzt gefällt mir der Item-Shop richtig, richtig gut, muss ich sagen. Bis jetzt aber nichts Seltenes gesehen. Skin an sich gut. Was ich nur trash finde, ist das Schwert oder Messer da drin. Stile. Letzter Stil finde ich irgendwie schlecht. Lego-Version passt. Backbling passt, würde ich aber nicht spielen. Spitzhacken auch nicht so nice. Aber Lackierung finde ich strong. Das Animierte hier. Das finde ich sehr, sehr stark. Gute Lackierung. 1, 2 einzeln, 500 einzeln, nichts mehr. Dann haben wir hier die ganzen Figuren wieder reinbekommen. Vielleicht auch schon das letzte, was sich hier im Shop aktualisiert hat. Wir gehen aber auf jeden Fall nochmal nach ganz unten. Sind gute Skins. Lego-Version passt. Und hier habt ihr genau dieselben Stile. Kann ich schon mal abchecken, ob es heute überhaupt irgendwas Seltenes im Item-Shop gibt. Okay, 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 okay. Ja, dies ist tatsächlich heute möglich. Die sind 34 Tage alt. Okay, okay, okay. Warte mal. Halt, stopp. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Dann Lego-Version. Irgendwie finde ich die gut, die Lego-Versionen. So oder so, Lackierungen sind eine 10 von 10. Alle drei sind stark. 800 einzeln, 800, 400 fürs Lackierungsbundle. Das war schon im Shop. War schon. Brauchen wir uns nicht anschauen. Nicht anschauen, nö. Nö, das war alles schon im Shop. Unten müssen wir uns aber unbedingt was anschauen. Wow. Das gefällt mir gut. War aber schon drin gewesen vor ein paar Tagen, Wochen. Trotzdem sehr, sehr stark. Was ist denn das? Ist das neu? Kann ich das irgendwie abchecken, ob das neu ist? Das sieht ja ultra nice aus. Also das musikalische Ding hier. Ich sehe es jetzt gerade nicht, ob es neu ist oder nicht. Aber das ist ja strong. Das gefällt mir gut. Und das Emote? I don't know, ob das auch neu ist. Das ist neu. Safe? Okay. Ey, das ist ja krass. Das Emote ist zu 100% neu. Wie viel neuen Stuff haben wir heute bitte reingekommen? Das ist ja... Also das Emote ist ja stark. Was mir aber in letzter Zeit so ein bisschen fehlt im Item Shop, sind Emotes. Es gibt einfach kaum Emotes. Das Bundle habe ich gestern vergessen zu zeigen. Das ist übelst stark. Für 17,25. Leider keine V-Bucks dabei. Aber das Bundle ist richtig, richtig nice. Die Skins, Spitzhacken, alles wirklich cool davon. Habe ich gestern leider übersehen. Selten ist heute im Shop. Gibt es heute 93,93. Nö. Nee. Nichts Besonderes Seltenes. Aber. Ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschalten. Es gibt heute einige kostenlose Gegenstände, die ihr nur heute bekommen könnt. Ganz wichtig, es gibt einen neuen Zero-Build Duo Cup. Ganz genau von ihm hier. Sein Skin sollte auch in den kommenden Tagen in den Fortnite Item Shop reinkommen. Wo findet ihr den Cup? Ganz easy, Wettkampf. Dann geht ihr einmal hier rüber. In 17 Stunden beginnt das Ganze. Und zwar 19 bis 22 Uhr. Zero-Build Duo-Format. Was müsst ihr machen? 8 Punkte im Cup holen. Dann bekommt ihr ein Spray-Motiv, 8 Punkte, einfach campen, schafft jeder von euch. Und wenn ihr Platz 1200 seid oder drunter, bekommt ihr das komplette Bundle. Es gibt aber noch was weiteres kostenloses und zwar, für die Leute, die das noch nicht haben, der Ranked Gleiter. Der ist ab heute wieder freischaltbar in dem Ranked Cup, Cup-Turnier, Cup-Modus, was auch immer. Von 12 bis 16 Uhr, diese Uhrzeiten haben die halt komplett geändert. Ich meine, vor ein paar Monaten war es so, dass es von 19 Uhr oder 18 Uhr bis 22 Uhr war. Jetzt von 12 Uhr bis 16 Uhr hat man dann nur Zeit, einfach 50 Punkte zu holen. Dann bekommt ihr auch hier einen kostenlosen Gleiter. Einfach 50 Punkte holen, campen,
Ganz, ganz easy. Also vergesst das Ganze nicht. Die Cups finden auch noch ein bisschen öfters statt. Am 28. hier, dann am 5.10., 12.10. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, falls ihr heute keine Zeit habt. Ansonsten gibt es noch ein paar andere Infos. Kratos wurde tatsächlich wieder geupdatet. Nicht der Skin an sich, sondern sein Text in Chinesisch. Warum auch immer Epic Games die ganze Zeit bei Kratos irgendwas updatet, ich bin mir immer noch sicher, er wird dieses Jahr erscheinen. Kratos ist ja auf dem, Kratos, God of War, ist ja auf dem PC released worden. Ich meine, vor 2 Tagen ist nichts in den Itemshop jetzt hier in Fortnite erschienen. Ich denke mal, zu der OG-Season von Chapter 2 kommt er endlich rein. Und das wird dann krass werden. Ansonsten checkt die Beschreibung ab für günstige Spiele, günstige PSN-Karten. Hier gibt es alles günstiger. Verlinke ich euch alles unten in der Beschreibung und auch der Link zu der WhatsApp-Gruppe. Und wenn ihr bis hierher geschaut habt, kommentiert einfach eine süße 10.